Jo, Freunde, wir fahren heute in Odenwald. Ich zeige euch ein Stück weit meine Vergangenheit, meine Kindheit, wo ich aufgewachsen bin. Wir besuchen meinem Vater sein Kino, wo meine Fußballkarriere begonnen hat. Dann später natürlich die MMA-Karriere. Darauf werden wir auf jeden Fall später eingehen. Also freut euch drauf. Der Sohn vom Kino haut sich hier, haut sich da. Normalerweise sitzt ich nur in der ersten. Du hast uns noch mal erzählt, du bist irgendwo im Ghetto groß geworden. Dann brauche ich halt Bilder von seinem Haarschnitt. Da hast du gewusst, wenn du jetzt hier auf dem Parkplatz gefahren bist, das wird einfach ekelhaft. Guck mal, wie es bei dem im Kofferraum aussieht. So ein asozialer Alter. Ich bin gerade mitten im Umzug. Mitten im Umzug? Mitten im Umzug. Wohin ziehst du? Nach Frankfurt. Ehrlich? Ja, ehrlich. Wo sitzt ich? Ziemlich später, ja? Auf dem Dach. So, Tommy, was geht dir heute ab? Ich bin sehr motiviert heute. Du bitte? Ja. Mir geht's gut. Ja, wo bist du denn? Ich trinke letzte Zeit nicht viel. Ich mache viel Sport. Heute gehen wir mal Christians Vergangenheit auf den Grund. Gucken mal, was da in Erbach so abgeht, oder Christian? Nee, Erbach. Ich denke, der kommt aus Chemnitz. Tommy, wo kommst du eigentlich her ursprünglich? Also so... Wo ich geboren bin? Breslau. Ja, ja, in der Nähe von Breslau, richtig. Aber wann bist du dann nach Deutschland gekommen? 89. Wie alt warst du da? 22. 6. Wie war der Anfang in Deutschland bei dir? Sehr schwer. Ja? Ja, wirklich. Ja. Nicht so wie Christian. Du wirst ja gleich sehen. Christian ist ja, weißt du, wohlhabend auf die Welt gekommen. Ja, mir wurde gesagt, du kannst mir was zu Robert sagen, wo Robert verschollen ist. Der Robert hat sich eingesperrt, den werden wir die nächste Zeit nicht mehr sehen. Angekommen in Erbach? Ja. Von ja. Wann bis wann hast du in Erbach gelebt, gewohnt? Ich bin ja früh weg. Ich war immer regelmäßig bei meiner Tante in Frankfurt, auch Aha. Wo ich jetzt noch hier zur Schule gegangen bin. Ah, okay. Ja, ja. Aber dann später dann komplett drüber gegangen, weil ich hier den Rowdy manchmal gemacht habe. Musste ich hier weg. Ja, und so hatte ich ja meine Ruhe, hab meine Sachen machen können, mich auf den Sport konzentrieren können. Also du hast hier zu viel Randale gemacht und irgendwann musst du... Nicht Randale gemacht, aber kleine Städtchen. Ja, und meine Eltern hier noch das Kino haben, das ist ja, wir laufen gerade hin. Hat sich das immer ein bisschen gebissen, ne? Der Sohn vom Kino haut sich hier, haut sich da. War natürlich nicht so vom Vorteil, wenn man ein laufendes Geschäft, ja, wie soll ich sagen, von meinen Eltern eigentlich mehr oder weniger aufs Spiel setzt, will ich jetzt nicht sagen, aber ist es so, ja. Guck mal, wo ich früher noch da war, hatte die Straße, musste ich immer hier die Straße kennen. Hier, genau hier. Hier, hier. Hier, hier. Guck mal, wie es aussieht, seit ich immer da bin. Erbacher Lichtspiele. Genau. Seit 1912 in familiärer Hand. Was für Erinnerungen gehen dir hier durch den Kopf? Wann war das letzte Mal, dass du hier warst? Ich bin ja regelmäßig bei meinen Eltern. Aber wenn ich jetzt so hier stehe und denke, versetze mich in die Zeit wieder. Siehst du, da unten ist der Sportplatz. Wenn ich dann hier die Straße sauber gemacht habe, da waren die Freunde unten schon spielen. Und früher war es nicht so, dass wir zu Hause gesessen haben, haben am Playstation gespielt oder sonst irgendwas. Da sind wir direkt raus auf dem Sportplatz oder Sportplatz. Waren wir eigentlich täglich auf dem Sportplatz. Der Vater von Christian kann einen sehr guten Zaubertrick. Das will ich, dass er das auch bei dir zeigt. Hast du einen Fuffi oder einen Zwanni dabei? Ja. Ja, okay. Warte, wenn er kommt, mache ich das schon. Ist der Fuffi danach weg, oder? Nein, der wird verdoppelt. Ja. So was hast du noch verdreifacht. Ja. Manchmal verdreifacht, je nachdem. So, direkt Zwischenstopp beim Essen erstmal, oder? Das war schon. Siehst du doch, wenn du die dabei hast, Alter. Was wollt ihr da essen? Sag mal. Döner. Ehrlich? Ich kann kein Döner essen. Ich bin ja wirklich sehr, sehr früh hier weggegangen. Weg war ich so mit, ja, so sagen wir mal so 15, 16 so ungefähr. Aber das war eh immer so ein Hin und Her. Das kann man eigentlich so in der Zeit so nicht sagen. Aber wieso kam dieser Wechsel? Wieso mal wieder weg, mal wieder hier? Du bist ja hier zur Schule gegangen. Ja, ich bin hier zur Schule gegangen. Ja. Allein, weil ich auch jetzt nicht so mich fürs Kino interessiert habe. Ich habe mich mehr für meinen Sport interessiert. Mhm. Ne? War das dann auch für dich ein bisschen schwer, am Familienleben hier teilzuhaben? Nee, das nicht. Aber na, der Vater hat, glaube ich, manchmal mehr gesehen, dass ich mich da vielleicht ein bisschen fürs Kino mehr einsetze und mache. Mhm. Aber das war nicht mein... Das ist einfach nicht mein Ding gewesen so. Ne? Und dann hast du dann quasi den Ausweg gesucht, beziehungsweise nicht den Ausweg, sondern einfach deinen Weg. Ja, mein Weg, genau. Ja, meinen Weg habe ich gesucht und gefunden und durchgezogen, das ist das Wichtige. Ne? Gott sei Dank ist alles so gut gelaufen, gut gekommen, dass ich das dann auch für mich selber vertreten kann. Ne? Also würdest du alles wieder so machen? 100%, ja. Das ist ja oft gestellte Frage, würdest du alles so? Ich würde genau von der Kindheit, von seit ich denken kann, bis jetzt würde ich genau wieder so machen. Es ist zwar ein kleines Städtchen, aber ich sag dir, früher war hier schon... Ging es hier schon gut ab. Von Schlägereien bis was weiß ich was. Das war auch schon immer eine gute Truppe, immer so zusammen. Auch die Kindheitsfreunde von mir und so. Die waren alle stabil. Die anderen, die aus anderen Städten gekommen sind, die hatten hier nicht viel zu holen. Ne? Das war wirklich schon immer so. Hast du noch viel Kontakt zu deinen Freunden? Ja, nee, so eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Aber wenn man natürlich sich sieht und so, dann ist es umso schöner. Aber so jetzt Verbindung oder dass man telefoniert oder sonst irgendwas. Gar nicht eigentlich. So, das ist eigentlich hier so dieser Stadtcamp, ne? Von Erbach so
so die Stadt, ne, sag ich mal. Hier hat man abgehauen mit 14, 15 oder? Ja, abgehauen, ja, eigentlich überall, ja. Was? Ja, hier bin ich früher, die waren früher hier drüben. Hier war ich eigentlich ständig essen. Und das ist auch eine geile Geschichte. Früher hatte ich ja nicht so viel Geld. Wenn ich Hunger gehabt habe, bin ich hierhin, habe ich einfach einen Döner aufschreiben lassen, bin zwei Wochen nicht essen gekommen. Wenn ich Geld gehabt habe, bin ich hin, habe bezahlt. So. Meister! Wie geht's? Ich hab dich nicht erkannt. Hast du mich wieder nicht erkannt, hä? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen, doch wieder erkannt. Selber Mann wie früher. Wahnsinn. Adi, was willst du essen? Beste Döner im Odenwaldkreis. Wenn ich jetzt Döner esse, nachher Training, dann ist, ich bin ja kaputt. Nimm dich mal. Okay. Ist das ein Museum hier oder? Das sind die reichen Odenwälder. Guck hier, Porsche. Guck ja, da ist er. Jetzt weiß ich, wo mein Geld immer hingeht. Danke. Alles gut? Wie geht's? Sehr gut. Das ist mein Bruder. Grüß euch. Servus. Ich esse auch einen Döner jetzt. Ich kann nicht, Tommy. Kannst ja ohne Soße machen. Ja, nimm du doch ohne Soße. Wir sind jetzt Döner-Tester auch noch geworden. Aber das Gute ist, Döner wird noch selbst gemacht. Ja. Brot selbst gemacht, Weltklasse-Döner. Wie immer. Wäre aber immer gut. Heute ohne aufschreiben, ne? Zeiten ändern sich. Was würdest du dem Döner geben, 1 bis 10? Brot selbst gemacht, Top-Fleisch. Soße okay, weil ich ja so lange schon dahin gehe, lange nicht mehr war, der kriegt eine 9 heute. Emil? Von mir kriegt er auch eine 9. Ich habe 1,5 Döner gegessen. War sehr gut. So, komm mal rein. Das ist der Chef hier. Ja, Mann. So, hallihallo. So. So. Wir haben aber für dich jemanden mitgebracht. Das ist sehr gut. Der so, würde auch mal deinen Zaubertrick sehen. Oh ja, der Zaubertrick, den kann ich eigentlich jederzeit machen. Die Kamera halten. Ja, ich halte die Kamera. Also, ich denke mal, für den 50er kriegst du gleich 100, 120 maximal. Danke dir. Ich wollte das nur zeigen jetzt, weil, hoppla, beinahe wäre es passiert. Hier, ne? Denke mal dran. Das war mal ein 50er. Ne? Das war mal ein schöner 50er. Weißt du, wie es ist, ne? Und dann, und du weißt, wie viel wert der noch ist. Nicht mehr so viel. Okay, jetzt, was haben wir denn da jetzt? So, danke dir. Ich danke dir. 50 für 5. Und du bist hier in Erbach, du wirst abgezockt. Jetzt habe ich einen Profi verloren, Leute. Oder? Ja. Mein Angestellter zeigt Ihnen jetzt mal die Kinos. Das ist das Herzstück hier. Da habe ich früher gesessen, erste Reihe, so. Aber ich meine, so habe ich geguckt. Normalerweise sitze ich nur in der ersten. Genickstarre auch. Oh, aber hier gehen auch, ne? Die gehen, ja. Das geht auch noch. Ist gut, Tommy, ja? Und ja. Die Bilder okay, hängen ja schon, seit ich hier ins Kino gehe. Da habe ich die dann auch fotografiert. Sind alle Fotografien von mir. Mhm. Die schwarz-weiße. Ich konnte ja eine Farbe nicht. Und ja, das ist die war in Frankfurt, ne? Okay. Tja, so. Wo sonst? Wo sonst? Komm mal her. Haben wir hier so, also hier haben wir 160. 160 Spitze. Hey, geh, der Vater zeigt's. Komm. Komm doch mit. Ich komm doch mit. Dann gehen wir mal weiter. Das kleine Clubkino ist das jetzt. Das ist jetzt ausgestattet in der ersten Reihe. Da kannst du dich hinlegen noch. Ne? Da kannst du dich hinlegen. Wo ist der Tommy? Wo ist der Tommy? Ah ja, come on. Du musst dich schon mal da hinsetzen, dass wenigstens jemand da vorne sitzt. In der ersten Reihe. Guck mal, wie gemütlich, ja? Das gefällt mir. Hier für dich, Tommy, hier. Das gefällt. Erste Reihe kannst du dich drauflegen, ne? Und sogar doppelt. Guck mal hier, Passion. Oh, Passion. Du kannst deinen Freund mitnehmen. Ja, deinen Freund kann ich mitnehmen. Kannst du deinen Freund mitnehmen. Ist auch bequem. Ja, okay, ne? Das ist ganz neu jetzt essen, ja? Komm mal, das sind die ganz neuen. Ach, so herrlich. Herrlich, ne? Das ist aber echt geil. Was willst du mehr? Schöne Frau noch dabei, ne? Das war das erste von der was nochmal? Das hat hier zum ersten Jahr 3D gekriegt. 3D. Nee. Also normal, es waren immer nur ganz früher 1 und 2. Mhm. Und das ist dran gebaut worden. Das ist neu hier dran gebaut worden und das andere ist ja auch neu dran gebaut worden. Das eigentliche große Kino war ja mal ein Tanzsaal. Genau. Wo getanzt worden ist. Da ist getanzt. Hast du auch getanzt, da hat er früher auch getanzt. Nee, das ist dann das andere, also drei Kinos. Drei kleine Kinos. Lieber drei kleine, gut laufende Kinos wie vier große, die nicht laufen. Ne? Weißt du. So ungefähr. Gut. Und das sind die alten Projektoren von meinem Großvater. Das muss ich dir noch mal zeigen. Das ist eine Stummfilmmaschine mit Vaterblende, weißt du? Der wurde noch angedreht. Genau. Ganzen Tag drehst du. Komm, wie kann man das mit so einem Film buchen zum Drehen? Ja, ja natürlich, gleich. Ich soll das einpacken für dich? Ja, einmal zu mir. Komm mal zurück, nimm mal mit, komm auf. Was war deine Haupttätigkeit hier im Kino? Ich hab geguckt, dass alles hier läuft. Der Schwachsist muss immer sauber machen, wenn ich es gesagt habe. Verstehst du? Bruder Fußball spielt, ich sauber macht. Wer ist der ältere Bruder? Ich. Sieht man das nicht, oder was? Ja. Nee, das fragt aber jeder. Wirklich. Nö, weißt du nicht. Die sagen alle, ich bin erstens mal wesentlich besser aussehe, besser gebaut bin. Ja, ich kann leider nicht ausziehen, es ist zu kalt draußen heute. Was ist die erste Sache, die dir in den Kopf kommt, wenn du an das Kino denkst? Ja, da gibt's schon so
Wenn man das erste Mal mit der Freundin hier reingeht, so, weißt du? Ein bisschen Händchen halten. Kennst du diese kleinen Fummeleien da an Oberschenkeln aber, und so? Aber wie war das dann? Aber kennst du, das musst du ja kennen, weil das ist ja nicht so lange her. Du hast gerade gesagt, du willst ja deinen alten Schulweg laufen. Jetzt laufen wir einen alten Schulweg. Hier ist das Kino. Wo hast du ungefähr gewohnt hier? Hier um die Ecke, wo wir geparkt haben. Ach so, du hast direkt hier in dem Kino gewohnt? Ja, ja. Im Kino drin hat er gewohnt. Das hast du gerade vom Vater gehört. Die Schulleiterin war ja happy, als er gegangen ist. Ey, beeilt euch doch mal, Idioten, sag mal. Habt ihr einen Dachschaden oder was? Die kannst du nirgendwo mit hinnehmen, die benehmen sich nicht nix. Hier, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Du hast uns doch mal erzählt, du bist irgendwo ein Ghetto groß geworden und so weiter und so fort. Das ist ja hier alles. Der Ghetto ist immer Auslegungssache, ne? Ah, okay. Hier gab es früher richtige Hauereien. Ja. Mach, kannst du den fragen? Guck mal, die hatten einen Schulweg von 50 Meter. Wir mussten 5 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, die sind 50 Meter gelaufen. Die Armen, oi. Ich bin mit dem Freund mal gelaufen, morgens, verschlafen, hab mit dem so geredet und ich steigte genau an die Laterne, wo ich gelaufen bin. Ich war ja nicht so oft dort. Ich war ja nur. Teilzeitkraft? Ja, Teilzeitkraft, ja. 400 Euro Basis. Und an das Ding bin ich gelaufen. Boff, hat's gemacht. Hier, so, hab ich gelaufen. Bung. Ja. Bing. Bin das Originalton? Schlafen gegangen? Oder? Ich bin noch nicht schlafen gegangen, okay? Woran hat es damals bei dir gelegen, dass du Schule nicht so ernst genommen hast? Keinen Bock auf Schule gehabt, ganz einfach. Die wollten mir was erzählen, aber ich habe es schon besser gewusst wie die. Im Nachhinein. Das ist heute aber auch so. Da weiß immer alles besser. Willst du uns eine lustige, peinliche Story von Christian erzählen aus der Kindheit? Das war eigentlich alles peinlich. Man bräuchte halt Bilder von seinem Haarschnitt. Das muss eigentlich der Welt gezeigt werden, wie der aus wie der rumgelaufen ist. Ich habe für nichts geschämt. Echt nichts. Wie war Christian in seiner Kindheit? Rowdy. Hat mein Leben zur Hölle gemacht. Ja? Ja klar. Ja, wie es halt so ist, ne, mit kleineren Brüdern. Das wird wahrscheinlich jeder kennen. Wenn du einen kleineren Bruder hast, hast du immer Stress mit denen. Aber der war halt ganz besonders gut drauf. Ja, ansonsten, hier waren wir zusammen auf der Schule, Sportparkschule. Welchen Turm hast du? Wo warst du? Im letzten? Ja, die letzten zwei Sonderschule. Deswegen war der da. Im letzten sind die letzten. Ich war hier im zweiten, ist klar. Wir haben eigentlich immer Fußball gespielt hier in diesen Löchern hier drin. Mhm. Also eigentlich waren da mal Fußballplätze, aber die gibt es anscheinend nicht mehr. Könnte man sagen, dass hier Christian seine Fußballkarriere auch angefangen hat? Welche Karriere? Was ist denn der Karriere? Hat er mal Fußball gespielt? Das ist das Erste, was ich höre. Nee, das Feld da hinten, so war das. Waren nur zwei Felder. Drei waren, davon auch. Da waren die Tore. Aber mit Tennisbällen. Tennisbällen. Fußball gespielt. Also der hat es probiert, ich konnte es auf jeden Fall. Ja. Aber wir zeigen euch noch was Geiles. Die Raucherecke, wo wir früher gepafft haben. Ja, da war ich nie, weil ich nie geraucht habe. Christian, hast du mal geraucht? So gepafft, weil ich cool sein wollte mit den anderen. Hier? Ah, Schultoiletten, leck mich am Arsch, alle. Da hat's immer geklatscht. Ja. Haupt- und Realschule, gab es noch separate Toiletten oder was? Nee. Der Turm, die Toilette. Hier geht's dann hinter zu den Toiletten und da waren die Heizungen, ne? Und wir haben immer an den Heizungen gestanden, dass wir die Kippen dann loslassen konnten. Und dann hat irgendeiner, der draußen Schmiere gestanden hat, hat gesagt, der Lehrer kommt, jeder hat die Kippe ranfahren lassen. Der geht rein, da hast du ja nichts gesehen, gell? Weil da alles voll Rauch war. Da hat er gesagt, hat hier jemand geraucht? Und wir alle, nö. Dann sind wir wieder raus. Ja, so war das. Wie alt warst du da? 13, 14, so. Jugendsünden macht man halt, ist so. Haben noch nie Drogen genommen, nix. Wann war es dann bei dir so weit, wo du gesagt hast, Schule vorbei, kein Bock mehr, fertig, Feierabend? Ich habe noch eine Geschichte. Da hatten wir 4 Stunden geplant, also 4 Stunden Unterricht, wo wir alle gesagt haben, okay, wir gehen direkt danach, ich glaube, es war im Sommer, danach ins Schwimmbad. Und da ist auch ein Fußballplatz gewesen. Gehen wir schwimmen und Ding. Auf einmal kommt der Lehrer rein und sagt, wir haben bis 3 Uhr Schule. Aus was für Gründen auch immer. Da habe ich mir gedacht, wir haben heute bestimmt nicht bis 3 Uhr Schule. Bin ich in der Pause raus, habe das Glas kaputt gehauen vom Feuerdingsbums, habe das Ding gedrückt und dann war Feierabend erstmal für die nächsten Ding. Okay, also auf so einem Level warst du hier unterwegs. Ja. Er sagt ja immer, wir sind verblödet und alles. Ne? Guck mal, er hat einen Schulweg von 150 Meter gehabt. Ne? Und da ist nur eine Laterne. Und gegen die ist er zweimal gelaufen. Ich sag gar nichts mehr. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Eigentlich doch gar nichts mehr. Guck doch nur dem seine Schuhe an, dann weißt du, was los ist. Ja, meine Schuhe, meine Geschäftsschuhchen. Guck mal seine Lego-Schuhchen an. Das ist aber auch eine geile Story, der Sportplatz. Ich habe da angefangen zu spielen und dann bin ich als Profi, haben wir hier mit Darmstadt 98 gegen irgend so eine Auswahl gespielt, was weiß ich. Aber es waren viele gute Erinnerungen. Wir waren eine gute Mannschaft, eine gute Jugendmannschaft haben wir gehabt. Haben auch jetzt nicht so hoch wie bei Darmstadt gespielt, aber so hier im Kreis waren wir eigentlich mit die beste Mannschaft. So, jetzt sind wir hier beim Sportplatz. Ja, ich hoffe mal, dass wir reinkommen. Guck mal, das war zum Beispiel früher gar nicht. Ne? Hier ist alles eingezäunt oder abgesperrt oder wie auch immer. Das ist schon krass. Bei uns gab es das früher nicht. Wir durften hier, konnten hier jedes Mal auf den Sportplatz gehen, dies, das. Gucken, vielleicht ist es offen.
Da ist die links. Christian, nimm doch einfach die Tür. Ich hoffe, das ist gefilmt worden. Die Bahn sind, die waren früher Pferderennen hier. Genau. Der Tower vom Flugplatz hier, oder? Hier startet doch immer Christian sein Jet. Ah, okay. Der Tower, jetzt habe ich verstanden. Das haben sie wenigstens auch mal neu gemacht. Früher waren hier die Bundesjugendspiele. War ich ja mit Abstand immer der Beste, das ist ja normal. Stimmt das? Nein. Emil, wann hat man dich zum letzten Mal hier auf so einer Bahn rennen sehen? Ich habe noch nie. Ich kann noch gar nicht. Wann hast du hier angefangen, Fußball zu spielen? Seitdem du denken kannst? Ja. Tommy, wann hat man dich zum letzten Mal auf dem Sportplatz gesehen? Vor ungefähr 54 Jahren. Auf dem Platz sind wir hier früher Go-Kart gefahren. Auf dem Platz? Hier vorne? Haben wir angefangen, Go-Kart zu fahren. Der, ich und meine Cousine. Ja, da muss ich mal Bilder nachreichen. Da gibt's noch Bilder. Ja, ja, gibt's noch Bilder. Wann kommt eigentlich unsere Revanche? Komm, wann du willst, Alter. Ah, Kartfahren müssen wir unbedingt. Unbedingt. Ja. Da bin ich diesmal dabei. Normalerweise müsste ich würde gerne mal rausfahren. Dann lass uns doch jetzt irgendwann machen. Ja, können wir machen. Im Grunde hat sich alles so in dem Zirkel, sag ich mal, wo wir jetzt waren, abgespielt. Ist eigentlich alles so wie früher auch. Wir sind zurück in der Zeit. Wir sind zwar älter geworden, aber alles andere ist genauso wie vorher. Nur, dass sich ein bisschen verändert hat. Da war früher ein Rasenplatz. Jetzt ist alles angezäunt. Dann wundern sich aber die Leute, dass die Jugend nicht mehr rausgeht und spielt. Meinst du, sie haben Bock, da über ein Ding zu klettern? Glaube ich nicht. Ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Du, ich sitze jetzt hier, habe schon 2 Euro eingenommen. Ich habe schon 2 Euro eingenommen. Lass ihn einfach also sitzen. Einfach besser geht's, glaube ich, nicht mehr. Ne? Wie Frankfurt. Ich bleibe jetzt hier sitzen. Dankeschön. Dankeschön, schöner Mann. Hey, Emil, kriegst du meinen Puppi jetzt eigentlich wieder? Nee, der ist weg. Weggezaubert. Der wird am wenigsten Geld hier wieder gerippt. Wie immer. Auf der Rückfahrt, das ist das Leben. Aber du kannst jetzt bei UNO Geld verdienen. Nein. Zurückspielen. Nach einer lockeren Stunde Autofahrt. Gut geschlafen? Yes. Wo sind wir und was machen wir? Wie immer. Spirit, Training. Langsam wieder der Wettkampf vorbereitet. Training darf nicht fehlen. Christian, was wird heute trainiert? Pratzentraining mit Max Koga. Servus, ich bin der Christian. Hallo. Wie lange bist du jetzt schon wieder regelmäßig im Training? Ich bin eigentlich schon ganz Zeit wieder da. Jetzt. Wenn ich nicht im Urlaub war, 6 Wochen, bin ich eigentlich immer da. Ich habe so 3-4 Trainingseinheiten. Wie ist der körperliche Zustand? Wie gut, ist sehr gut. Alles läuft. Knie merkst du gar nicht? Nee. Always money. Always. Always money. You want to see my bank account? Oh, Christian, it's enough. Don't save your money. Wie geht jetzt der weitere Trainingsplan weiter bis zum 18.11.? Ganz normal, wie immer. Vollgas voraus, ohne Gnade. Fertig, aus, Mickey Maus, oder? Heute wie viel Prozent? Da ist ja schon, ich fühle mich gut. Ich denke, heute machen wir so 80%, 70%, 80%, 90%. Mal gucken. Sieht nach Spaß aus. Ja, das ist immer Spaß. Viel mit dem Training bis jetzt? Ja. Sieht nach gut Power aus. Aber schmeckt ein Döner. Was sagst du, Christians Power heute? Sehr gut, ja. Merkt man, dass stabil. Er vorher einen Döner gegessen hat? Oder? Nein, den Döner merkt man nicht, aber den Urlaub merkt man. Der ist noch stabil. Ja. So, 6 Runden geschafft. 6. Wie viel waren es? 8. Zufrieden? Ja, okay. Jo Leute, Tag 2 steht an. Heute auf dem Programm steht die Anfänge des MMA, wo wir trainiert haben. Wir treffen später Daniel noch, der ja mein Mentor war, ist, wie auch immer. Schauen wir mal auf jeden Fall in die alten Trainingsstätten rein. Wird, denke ich, interessant. Bevor es losgeht, hauen wir uns den Champ-Shake rein. Ihr bekommt maximalen Rabatt mit dem Code CHAMP. Auf geht's. Welchen Geschmack gab's heute? So krass. Daniel treffen wir jetzt direkt an der Halle, wo wir früher trainiert haben. Wir haben so 40 Minuten Fahrt dahin. Das, was ich jeden Tag auf mich genommen habe früher. Jeden Tag. Du bist also von Frankfurt nach Erbach gefahren? Ich bin jeden Tag von Frankfurt nach Erbach gefahren, ja. Das ist ja eine wichtige Frage, die wir auch zu klären haben. Wo ist Robert eigentlich? Ja, Robert.
die Leute sind in den Kommentaren völlig außer sich. Jedes Video kommt, Robert muss immer dabei sein, Button. Ja, wenn es Robert nicht selber geschrieben hat, dann ist es okay. Aber ja, Robert muss sich auf was vorbereiten. Da können wir noch nicht drauf eingehen, aber der braucht erstmal seine Auszeit. Aber wir haben einen neuen Fahrer, so dein Kollege. Hat schon zweimal verschlafen in 7 Tagen. Aber der Robert hat uns was Lustiges hier hinterlassen, ne? Im Auto. Ja, das Radio nicht mehr funktioniert. Das geht einfach gar nicht mehr. Aber gut, was willst du machen? Wie viele Stunden am Tag verbringst du im Auto? Zwischen 3 und 6 würde ich sagen. Ja, so ungefähr. Ja. Pass. Paras? Paras? Pasa. Pasa. Er singt da. Iranisch. Iranische Volkslieder. Wie ist es so ohne Musik? Ja, das fuckt richtig ab, sag ich ehrlich. Ich bin überlegen, ob ich mal das Ding einfach mal draufhauen soll. Manchmal geht es, aber manchmal geht es auf einmal an. Ich hoffe, dass das bald hier alles ein Ende hat. Inwiefern? Ja, dass der Führerschein bald wiederkommt. Woran liegt's da? Darauf werde ich näher eingehen, wenn ich ihn wieder habe. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Dann sollen die das alle mitbekommen. Aber wirklich alle, was da abgeht. Aber ist kein Problem. Da werden wir ausführlich drüber berichten. Ausführlich. Waren wir hier nicht mehr? 13 Jahre. Falls ihr euch wundert, dass wir uns nicht begrüßen, wir haben uns ja beim Training gesehen. Aber das Vordach gab es auf jeden Fall schon mal nett. Das kann man schon mal vorne wegnehmen. Da kommen Erinnerungen auf. Wie habt ihr euch beide eigentlich kennengelernt? Wie kam es dazu, dass ihr dann hier angefangen habt zu trainieren? Ich glaube, das war das Silvester. Wo wir auf dem Sportplatz waren gestern. Dieser große Platz, wo ich gesagt habe, Go-Kart fahren. Da waren doch so Hallen. Da war Silvesterparty. Da hatte ich bestimmt 4 Bier zu viel, Daniel 6 Bier zu viel. Ja, und so ist es gekommen. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, ey, komm doch mal ins Training. Sparring, erste Einheit. Aber schade, dass man nicht reingucken kann. Ja. Auf jeden Fall, wenn du hier reingegangen bist, hier war die gebaute Rezeption, ne? Ja, Mann, krass. Gut, hier war die Theke, ne? Ja. Das war noch das alte Tor. Da war noch nicht der Eingangsbereich. Ja. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Daniel war ja schon so Profi, hat Ringerschuhe gehabt. Ich im Winter natürlich nicht. Wir hatten ja nur so einen kleinen Gasofen. Heizer. Erstmal davor gesessen, die Füße warm gemacht, dann auf die kalte Matte. Boah, das war schon heftig, ey. Das Duschen war ja auch immer so ein Ding. Unsere Dusche war hier. Eimer genommen. Eimer. Gießkanne. Schupp. Nach dem Training raus. Ja. Geduscht. So richtig oldschool. Richtig oldschool, ja. Wie lange ist es jetzt her? 13 Jahre habt ihr gerade. 14 Jahre mindestens. Genau, wir haben ja also noch ein 13, Jahr, dann 14 Jahre. Ein Jahr so ungefähr in Hanau trainiert, ne? Ja. Aber ich sag trotzdem, das war so eine Zeit, wo man nie, also ich vergesse ihn niemals so. Das ist so die Anfangszeit, war schon krass. Ab wann wusstest du, dass Christian das Potenzial hat, großer MMA-Kämpfer zu werden? Schwer es konkret auf MMA zu beziehen. Worauf ich es beziehen würde, ist einfach so, der ist dann gekommen und er hat direkt so eine Einstellung gehabt zum Training. Ne? Ich habe ja auch damals Leute unterrichtet, hat so 40, 50 Mitglieder vielleicht. Ja? Und da hast du immer Leute gehabt, die gekommen und gegangen sind, die immer motiviert waren und Kämpfer werden wollten, alles drum dran. Aber beim Christian war das anders. Ne? Also der hat das Feuer gehabt, so, der wollte das machen, der fand das geil. Das erste Mal bin ich reingelaufen, da haben wir Sparring gemacht im Boxding. Ja. Ne? Das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, das geht. Mal gucken, ob es mein Ding ist, weil ich ja die ganze Zeit beim Boxen war. Und dann bin ich weiß nicht, ob es das dritte, vierte Training, dann weiß ich noch ganz genau, lief hier vorne Bright. Wanderlei Silva hast du laufen lassen. Ja. Da habe ich das gesehen, saß ich hier unten, habe mich so fertig gemacht und habe das mir so angeguckt. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, das ist ja brutal. Das ist das. Das kam nicht so durch das Training so. Für mich war es dann so, ich will das einfach machen. Ne? Und Daniel ist ja schon ein gestandener Kämpfer damals gewesen, wo ich angefangen habe. Und das waren ja noch so Welten. Ne? Ich war ja hier, Daniel hier. Aber trotzdem habe ich diesen Ehrgeiz gehabt. Ich will besser werden. Ich will, weißt du, einfach da dazugehören. Und das war für mich so der meiste Ansporn, den ich dabei gehabt habe. Ne? Und im Großen und Ganzen war das schon eine geile Zeit auf jeden Fall. Das wissen ja viele in dieser neuen Community, wo man immer, der hat weit über 50 Kämpfe. So, ne? Das darfst du nicht vergessen. Und schon über, wie lange dann? Wie lange? Ich kämpfe seit ich 17 bin, jetzt werde ich 39. Ja, das ist brutal. Das ist schon, weißt du, viele Leute wissen das gar nicht, was er eigentlich für den Sport gemacht hat, so, weißt du, in Deutschland. Er war einer der Ersten, die das überhaupt gemacht haben, die international gekämpft haben. Auch damals England, das werde ich nie vergessen, das ist krank gewesen einfach. Also das war schon der Zeitaufwand und alles drum und dran, was wir da reingesteckt haben. Oder ich zu der Zeit an der Tür gearbeitet, bis morgens um 5, bin hier auf dem Parkplatz, weißt du, wo wir, ich hab gepennt und dann sind wir morgens um 11 irgendwo, was weiß ich, wo wir hin, zum Training gefahren. Also war schon krass. Und wenn einer da nicht mit Herz dabei ist,
Der macht sowas nicht einfach. Das funktioniert nicht dann. Die ersten Monate habe ich gedacht, Alter, was mache ich hier überhaupt? Ne? Der nimmt mich ja komplett auseinander, dies, das, was ja normal ist. Aber dann gab es auch diesen Step, wo dann manche Sachen bei ihm vielleicht nicht mehr so funktioniert haben wie am Anfang. Und das war mein Ansporn, dann da so weiterzuarbeiten, muss ich sagen. Ne? Und jetzt kämpft er am 23. September bei Bellator. Da gehen wir auch hin, in Dublin. Das ist auch immer eine krasse Veranstaltung von der Stimmung her. Du warst ja jetzt in Manchester mit, Boxen, das ist ungefähr genauso. Die sind zwar da, sind zwar nur 15.000, gell? Sowas, ja. Aber du denkst, da sind 30.000 einfach in dem Ding drin. Totale Stimmung. Kannst du dich auch nicht mit Manchester vergleichen, wirst du sehen. Das ist krank. Wie läuft die Vorbereitung? Vorbereitung läuft gut, noch 2,5 Wochen. 23. muss es knallen, jetzt so knallen. Genau so. Vor allem, wenn wir gerade bei Vorbereitung sind, dann zeigen wir euch mal, wo wir unsere Vorbereitung außerhalb jetzt von der Matte gemacht haben, oder dann? Ja. Wir haben halt auch immer Möglichkeiten gesucht, uns so gut zu pushen wie möglich, ja, oder Cardio-Training, ja. Wir hatten kein Laufband oder sowas, gab es hier nicht, ja. Aber wir hatten einen Cardio-Berg sozusagen vor der Haustür, das geht hier hoch. Ich würde sagen, wir fahren einmal hoch. Oder wollen wir locker hochspazieren, dann können wir weiter. Locker hochspazieren? Spazierst du nicht locker hoch. Da spielst du kaputt. Ja. Ich sag dir, das ist der Höllenberg. Wirklich. Auf jeden Fall. Was wir da, Ding, wie wir da geflucht haben an diesem Berg schon. Ey, wir sind jetzt sogar mit Weste mal hoch. Ja. Ne? Aber da hast du gewusst, wenn du jetzt hier auf dem Parkplatz gefahren bist, das wird einfach ekelhaft. Ne? Also ekelhaft in dem Sinne, wie er dann gesagt hat. Kalt. Arbeit halt, ne? Ja, ist Arbeit. Ist Arbeit. Beim Spirit ist was anderes. Für mich jetzt. Ich gehe rein, ich krieg meinen Kaffee. Da ist schön warm. Ja, das ist was anderes, wirklich. Für junge Kämpfer, das mal mitgemacht zu haben, ist, würde ich sagen, auch nicht so verkehrt. Irgendjemand können wir den mal hochschicken irgendwann. Ja. So die ganzen Jungen, Raoul und Manjan und so. Ja, hier ging es dann auf jeden Fall schon mal los, ne? Ja. Da ging der Putt schon hoch. Ja. Krass, wie lange ich nicht mehr hier war, Wahnsinn, ey. Und du denkst nach jeder Kurve, boah, da geht's vielleicht dann, ist es jetzt, sind wir da? Nee, sind wir nicht. Und es hat die ganze Zeit, das ist nur Kampf, ne? Das ist wirklich nur... Die Lunge hat gebrannt, ja, gell? Aber vom Allerfeinsten. Wie gesagt, sind wir auch zu kalten Zeiten, Winter und so. Ja. Also ich sag mal so, wir haben den Höllenberg eigentlich in der normalen Zeit gemieden, muss man sagen. Aber in der Vorbereitung sind wir den schon oft hoch, muss man sagen. Sind wir schon einmal sogar zweimal hintereinander oder so, ne? Ja. Runter, wieder hoch. Ja. Das war aber dann für uns eine Trainingseinheit, ne? Weil da wirklich, da waren die Beine waren zu, da war alles. Das sind jetzt 1,3 Kilometer hoch gewesen. Steigung. Vielleicht kann man den in deine Vorbereitung diesmal auch mit einbauen. Das kann man machen, ja. Genau hier war's. Hier. Dann ein Bier in der Hand. Getanzt wie Jean-Claude Van Damme in dem Film. Du hast ein bisschen seine Kampferfahrung schon vorher gesehen, bevor er mit dir trainiert hat. Nee, ich habe nur Legendengeschichten gehört. Genau so ist es. Die Legendengeschichten. Wir haben die schon so oft gesagt. Ich will jetzt nicht mehr darauf eingehen, weil wir sind seriös geworden. Wir kämpfen für Geld. So, war eine geile Reise in die Vergangenheit. Dan ist absolute Legende in dem Sport. Deswegen folgt ihm alle auf Instagram. Sein Name Daniel Weichel. Geht alle drauf, folgen und ihn supporten. Speziell auch für seinen Kampf am 23. in Dublin. Vielen Dank, Daniel. Danke dir.